einer ist und sagt, oh, Herr, ich bin voll dabei, bekehrt, super, Action und so. Und dann sagt Gott, ah, ich glaube, ich gucke mir lieber da den Zöllner an. Der so gegen sich, gegen seine Brust legt und sagt, Gott, guck mich lieber gar nicht erst an. Gott, ich will dir nur sagen, du bist mein Maßstab. Du bist der Höchste. Ich bin nichts. Dann sagt Gott, den Zöllner, den nehme ich. Den Typen da, der sich für so toll hält. Der sagt, voll Charismatiker, ne? Voll Theologe, voll Pietist, Brüdergemeinde, der ist voll im Modus. Dann sagt Gott, der, für den habe ich gelitten. Der guckt den anderen übrigens auch an. Aber zuerst sucht er die, die richtig leiden, die richtig am Verrecken sind. Weil das hat er nämlich schon an sich getan. Der weiß, was er leidet und wundert sich und hofft für ihn, dass er erkennt, deine Leiden, die hatte ich schon. Die müsstest du gar nicht mehr haben. Das ist ihm so wichtig, dass er sich die als zuerst sucht. Auf jeden Fall sagt mir die Bibel das im Neuen Testament, dass er sich die mehr anguckt. Also Jesus erzählt dieses Gleichnis vom Zöllner und vom so ein Ding da, schriftgelehrte Zöllner oder sowas, Pharisäer und Zöllner oder so. Und da sagt Jesus, na, der hat richtig gebetet. Der hat in dem Nicht-Beten-Können das einzig richtige Gebet gesprochen. Er hat nämlich gebetet, Gott, du weißt genau, wie ich bin. Ich kann dir nichts vormachen. Wow. Gott nimmt den anderen übrigens auch und führt ihn zu dieser Stelle, wo der da steht. Und dann, der hat auch für Hochmütige gelitten. Der hat auch deinen Hochmut erlitten. Dein tolles, hey, ich bin der Fetzer auf der Gitarre, ich beeindruck den Michi, Alter, bin ich das geil. Und jetzt mache ich noch einen auf Demo und sage, Michi, guck nicht so viel auf mich. Verstehst du? Hey, komm, ey, komm, wir Menschen können uns so geil belügen, hör auf. Wir Menschen können uns so geil belügen. Aber Gott schaut ins Herz. Nicht auf unsere Äußerlichkeit.